Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Freitagnacht, immer bei uns eine freie Themennacht. Und da frage ich meine obligatorische Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Ihr könnt hier bei mir anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Telefonnummer wie immer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Bin gespannt und freue mich auf meinen ersten Anrufer und das ist Nathalie. Nathalie ist 20 Jahre. Hallo Nathalie. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Also ich wollte über meinen Vater sprechen. Mhm. Der hat sich vor 5 Jahren das Leben genommen. Mhm. Ja, das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich kann fast mit niemandem drüber sprechen. Meine Mutter hört mir da nicht so zu. Ja. Also der hat sich einen Föhn in die Badewanne geschmissen. Ein Föhn in die Badewanne geschmissen? Ja. Hm. Wer hat ihn? Wer hat ihn gefunden? Mein Opa hat ihn gefunden. Hm. Also sein Vater. Ja. Weißt du, warum dein Papa sich umgebracht hat? Ja, mein Papa hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben und da hat er reingeschrieben, dass ich daran schuld bin. Dass du daran schuld bist? Ja. Weil ich wollte meiner Mutter, weil, also ich bin mit meinem Vater aufgewachsen, mein Vater ist alleinerziehender Vater gewesen. Mhm. Und meine Mutter hat halt Familie mit Kind und Mann. Ja, und da wollte ich mal wissen, wie das so ist. Also du bist alleine bei deinem Vater aufgewachsen? Ja. Gab es da noch andere Kinder oder warst du das einzige Kind? Nein, ich von meinem Vater bin ich das einzige Kind. Von deinem Vater bist du das einzige Kind. Deine Mutter hat ja nochmal geheiratet und da gibt es andere Kinder auch noch, aber du bist das einzige Kind. Ja. Ja. Jetzt sagst du mir, der Vater hat einen Abschiedsbrief hinterlassen und schreibt darin, dass du schuld daran bist, dass er sich das Leben genommen hat? Ja, genau. Aber warum? Ja, ich weiß nicht, weil... Also er hatte ja nur mich und er hat ziemlich viel getrunken immer. Und ich weiß nicht, ich gebe mir schon ein bisschen die Schuld dafür, weil eigentlich hat es sich ja nicht gelohnt, dann zu meiner Mutter zu gehen. Aber erklär mir das doch mal, wenn er in dem Brief schreibt, du bist schuld, dann muss er das ja auch noch erklären, warum du schuld bist. Ja, weil ich zu meiner Familie, zu meiner Mutter gegangen bin. Ach so. Ach so, ja. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als er das gemacht hat, wohntest du nicht mehr bei ihm. Nein, da war ich in der Zeit im Krankenhaus. Ja, und was heißt, du bist zu deiner Mutter gegangen, nur mal so, oder wolltest du ganz bei deiner Mutter leben? Nein, ich wollte einfach nur mal wissen, wie das ist, eine Familie zu haben, weil mein Vater hat einen totalen Frauenverschleiß. Mhm. Das heißt, bist du dann nur für einen gewissen Zeitraum zu deiner Mutter gegangen, oder... Ja, ich bin dann, also nachdem mein Vater sich das Leben genommen hat, das war am 19. Nein, ich meine vorher. Ich will rauskriegen, warum dein Vater so heftig reagiert hat. Wie lange warst du vorher bei deiner Mutter? Gar nicht, ich war gar nicht bei meiner Mutter. Ich war vorher immer bei meinem Vater, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Aber wieso kann er denn dann sagen, weil du zu deiner Mutter gegangen bist, verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Er schreibt in dem Brief... dass er sich wegen dir das Leben nimmt, ja, genau. Weil du zu deiner Mutter gegangen bist. Ja, genau. Aber du warst doch gar nicht bei deiner Mutter. Oder? Nein, aber ich wollte ja zu meiner Mutter ziehen. Ich habe ja vorher bei ihm gelebt. Aha, jetzt haben wir das. Das heißt, du hattest, ja. Du hattest das vor. Ja, genau. Und das wusste er, dass das in der Planung war. Ja, das war so. Ich war ja noch 15. Ja. Und dann habe ich mit der Krankenhauspsychologin geredet in der Kinderstation, dass ich zu meiner Mutter wollte. Jetzt verstehe ich. Und meine Mutter hat mir lauter Versprechungen gemacht und dann hat die mit meinem Vater geredet und es war halt dann so am Laufen. Mhm. Das heißt, er konnte oder wollte das nicht verkraften, dass du weg bist und dass du dann bei deiner Mutter vielleicht sein würdest irgendwann mal, vielleicht sogar dann für immer. Ja, genau. Mhm. Hat er denn noch mehr in den Brief reingeschrieben? Nein, nur die Zeilen und mit ganz viel Rechtschreibfehler. Also der war ziemlich viel betrunken, ziemlich viel getrunken. Und ich reagiere auch voll allergisch drauf, wenn Leute ziemlich viel Alkohol trinken. Verstehe ich, kann ich verstehen.
Also der Sinn dieser Sätze war, ich habe es wegen Natalie getan, weil sie zu ihrer Mutter will. Also er hat reingeschrieben, also deutlich, also mein Spitzname von meinem Papa war, mein Spitzname war Mupfi. Mhm. Und er hat reingeschrieben, da ich jetzt mal zu meiner Mutter gehe, brauche ich ihn ja nicht mehr. Mhm. Und hätte ich mich nicht dafür entschieden, wäre das nicht passiert. Mhm. Und du gehst davon aus, dass er viel Alkohol getrunken hatte, als er das gemacht hat? Hatte er das. Also das wurde ja nachgewiesen, da ist ja Obduktion gemacht worden und das ist ja nachgewiesen worden. Ja. Was hat diese Beschuldigung, die in dem Brief gestanden hat, bis heute mit dir gemacht? Ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe mit meinem Leben. Ich habe ich hatte ein ziemliches Drogenproblem. Mhm. Danach? Ja, ich wurde meine Mutter hat mich ins Heim gesteckt, ich war auch in der Psychiatrie, in der Kinderpsychiatrie zweimal, ja, da wo sie gesagt haben, in der Art, sie können mir nicht weiterhelfen, ja, weil ich mit den Leuten nicht gesprochen habe. Ich habe angefangen zu ritzen, das ist, wenn man sich die Arme aufschneidet. Hast du ein Gefühl hast du deinem Vater gegenüber heute, nach dem, was passiert ist? Ich weiß es nicht, ich bin irgendwie wütend und trotzdem wäre schön, wenn er da wäre. Ich vermisse ihn total. Hast du ein schlechtes Gewissen? Auf jeden Fall. Weißt du, was mir spontan durch den Kopf gerade gegangen ist, als ich das richtig verstanden habe, was bei euch vorgefallen ist? Ich habe gedacht, was ist das für ein gemeiner Kerl? Wie kann man einem Kind sowas antun? Wie kann man sich so feige davon machen? Und dann einen Menschen, den man eigentlich liebt, auch mit einem so schweren Gewissen belasten, was vielleicht dein ganzes Leben lang anhält. Wie gemein. Also weißt du, selbst wenn er das nicht verkraftet hat, dass du eventuell weggehst, dann darf er doch nicht einem 15-jährigen Kind das in einem Brief schreiben, du bist schuld, dass ich sterbe. Aber irgendwie stimmt das doch. Wäre ich nicht zu meiner Mutter gegangen, hätte ich es nicht gemacht. Natalie, der Mann war ein erwachsener Mann. Und wie lange hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, wie 15 Jahre. Ja, also von Anfang an? Ja. So. Und wenn du mit 15 Jahren mal zu deiner Mutter gehen willst, wir müssen gar nicht jetzt die einzelnen Gründe besprechen. Ist das dein gutes Recht? Und da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Das müsste er akzeptieren. Zumal du wolltest ja nicht mit ihm brechen, du wolltest ja weiter mit ihm Kontakt haben. Mhm. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ihn ja lieb. Ja, das hast du ihm ja auch so, du hast ja nicht zu ihm gesagt, ich gehe jetzt zur Mama und will mit dir nie wieder was zu tun haben. Das hast du nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht zu ihm gesagt. So, das ist ein ganz wichtiges, das halten wir mal fest, das ist ganz wichtig. Wenn du das gesagt hättest, wäre er auch nicht zu entschuldigen mit dem, was er gemacht hat, dann könnte man es vielleicht noch ein bisschen eher verstehen. Aber das hast du nicht gesagt. Er hat einfach die Flinte ins Korn geworfen. Entschuldige, wenn ich so hart über deinen Vater spreche, aber das muss ich tun, weil dein Vater so schlimm sich verhalten hat dir gegenüber und in dir so viel Verletzung angerichtet hat, dass das eigentlich gar nicht verzeihbar ist, finde ich. Er hätte mich doch nicht einfach alleine lassen dürfen. Ich brauche den doch jetzt. Ja. 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 Ja, da hast du völlig recht. Und du trägst null Schuld, Natalie. Null Schuld. Null, null, null. Null. Aber mir ist das völlig klar, dass wenn man als 15-jähriger Mensch so einen Schock erfährt, dass der Vater sich umbringt und da schreibt der Vater auch noch, du bist schuld, das ist natürlich eine Katastrophe für die eigene Seele. Wie ist es denn im Moment? Wo und wie lebst du? Ja, mittlerweile habe ich wieder Boden unter die Füßen. Also ich habe Arbeit und ich habe einen ganz lieben Freund, der mich auch unterstützt. Ja. Aber mit dem kann ich auch nicht so drüber sprechen. Mit meiner Mutter kann ich gar nicht reden. Ja. Die hat mich jetzt gleich mit 15 ins Heim gesteckt. Ach, nachdem das dann passiert ist, hat deine Mutter dich auch noch ins Heim gesteckt? Ja. Also da kam es für dich aber knüppelhart. Du hast gerade schon angedeutet, dass du sehr große seelische Krisen gehabt hast dann danach. Ja. Wie ist das im Moment? Bist du im Moment in einer psychologischen... Nein, bin ich nicht. Also ich bin mit 17 war ich das letzte Mal. Aber ich rede mit den Leuten nicht. Ich kann das nicht. Da ist ja noch so vieles mehr und ich kann ihnen das nicht erzählen, weil
ich muss ja die Leute gegenüber sehen und in die Augen und für mich ist das voll schwierig. Mhm. Aber immerhin hast du hier angerufen. Ja, aber da kennt mich ja keiner. Ja, schon, das ist mir schon klar, dass das dann einerseits einfacher ist, andererseits sprichst du ja hier vor sehr vielen Menschen und hast den Mut dazu, was ich toll finde, dass du den Mut hast. Vielleicht könntest du das ja als ersten Schritt so für dich verstehen, vielleicht jetzt doch nochmal einen Versuch zu unternehmen, zu einem Psychologen zu gehen. Ich halte das für sehr dringlich und wertvoll in deinem Fall. Mhm. Und da muss man sich auch nicht schämen, das ist deren Job, die kennen nichts anderes. Die hören das jeden Tag, schlimme Schicksale und schlimme Geschichten und die haben Schweigepflicht. Das ist ja wie beim Arzt. Ja, aber bei mir ist es so, bei mir sind es verschiedene Phasen und so wie mir das erklärt worden ist. Mhm. Ich habe mehrere Dinge in meinem Leben erlebt und es ist so, dass manche Psychologen sind für das einfach nicht, also wie soll ich das erklären? Ja, ich verstehe. Es sind so viele Dinge und die können das nicht alles mit mir bearbeiten. So wurde mir das erklärt. So, ich habe ja hier auch immer einen Psychologen im Hintergrund, weißt du vielleicht. Mhm. Ich möchte, dass du mit dem jetzt sprichst. Und dann kannst du auch noch klarer sagen, was alles noch so passiert ist in der Vergangenheit. Und dann wird dir mein Psychologe, der Peter, einen Ratschlag geben, wie du dich verhalten sollst, an wen du dich wenden könntest eventuell und wie du vorgehen solltest. Okay. Ich sag nochmal Kompliment, dass du angerufen hast. Ich finde das mutig. Und fände es wirklich für dich ganz toll, Nathalie, wenn du einen Weg finden würdest für dich, dass du das so hinkriegst, nochmal eine Therapie zu beginnen. Und ich verabschiede mich jetzt einfach nochmal mit dem Satz, dass ich als völlig unbeteiligter Mensch, nach dem, was ich gerade gehört habe, hundertprozentig, das schwöre ich dir, das Empfinden habe, dass du keine Schuld trägst am Tod deines Vaters. Danke. Jetzt legst du bitte auf, Nathalie, und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an, okay? Okay, tschüss. Alles Liebe, tschüss. Das war Nathalie und hier ist der Patrick. Und Patrick ist 20. Hallo Patrick. Ja, hallo Domian. Hi. Um was geht's bei dir, Patrick? Und zwar geht's bei mir um, ich habe meine große Liebe verloren. Was heißt verloren? Ja, sie hat mich verlassen wegen einem anderen. Ja. Also sie hat sich in einen anderen so gesehen verliebt. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre, also richtig Jugendliebe. Ja, also es war... Sandkastenmäßig. Genau, also das fing an, von wegen, dazu muss ich auch sagen, von wegen, es war eine Fernbeziehung. Mhm. Das heißt, ich habe sie durch eine gute Kollegin damals kennengelernt und wir hatten erstmal nur Telefonkontakt. Wir haben jede Nacht oder jeden Abend telefoniert von wegen und... Was heißt gute Kollegin? Da warst du erst 14. Ja, aber wie gesagt, ich war 14 und es fing alles damit an, von wegen, ich meine, du hast manchmal eine süße Maus für mich, also die ich kennenlernen kann und sowas. Und dann meinte ich, ja, die kommt aber aus Wilhelmshaven. Und ich dachte nur, ja, was, Wilhelmshaven, wo ist das? Nordsee, ja. Mhm. Hab jede dann den Kontakt aufgebaut mit ihr, hab jeden Abend mit ihr telefoniert. Wir haben uns immer erzählt von wegen, was wir den Abend gemacht haben und so. Wie weit wohnt ihr voneinander entfernt? Wo wohnst du? Sie wohnt in Wilhelmshaven und du? In Herne. In Herne. Also das sind 82 Kilometer. Ja. Und wir haben uns dann Sommer 2000 das erste Mal gesehen und es war sofort Boom, also es war die große Liebe. Mhm. Wir haben uns in die Augen geguckt und wir wussten sofort, ja, das ist der Partner fürs Leben. Und ja, ich sage gerade so ein bisschen, ist natürlich heikel, wenn man die erste Liebe gleich so versteht, ist die Liebe fürs ganze Leben. Ist meistens nicht der Fall so. Ja, ich weiß bloß. Wie alt ist sie? Ist sie auch so alt wie du? Sie ist genauso alt wie ich. Ja. So, dann habt ihr beiden euch über so viele Jahre sehr gut verstanden und das war eine große und innige und intensive Liebe. Genau, also wie gesagt, unsere Liebe dazu, wie gesagt, muss ich sagen, unsere Liebe hat 4 Jahre Fernbeziehung durchgestanden. Ja. Und dann erstmal nach 2003 bin ich dann hochgezogen, haben uns eine gemeinsame Existenz aufgebaut. Ach so. Genau, also davor, wie gesagt, das war nicht so von wegen erstmal so 4 Jahre, erstmal hat unsere Liebe Fernbeziehung ausgehalten. Und dann habe ich den Schluss gefasst und dann vor 2 Jahren bin ich da hochgezogen. Ja. Haben wir gemeinsam Existenz aufgebaut, wie Wohnung etc. alles. Ja. Und jetzt bist du wieder zurück nach Herne gegangen? Ich bin jetzt erstmal wieder zurück nach Herne, weil ich konnte das einfach nicht mehr ertragen, von wegen, dass sie jetzt, wenn ich dann da rumlaufe und ich sehe sie mit dem anderen, dass sie ihn küsst und sowas. Wer ist der andere? Ist das ein Arbeitskollege von ihr oder wie haben die sich kennengelernt? Wie gesagt, wir waren oder sind beide arbeitslos und ihre Mutter hat dann für ein paar Tage sie organisiert, von wegen, dass sie dann eben bei ihr arbeiten kann. Mhm.
Und ja, das war dann vor 2 Wochen Donnerstag von wegen, der erste Tag, da hat ihn kennengelernt, so hat sie mir zum Messen gesagt und ja, er ging ja auf Deutsch gesagt auf den Sack. Er war aufdringlich etc. alles und... Das Ganze war erst vor 2 Wochen? Das Ganze war erst vor 2 Wochen. Oh. Ja, und dann Freitag, wie gesagt, Donnerstag meinte sie, er ging ja total auf den Sack und Freitag dann von wegen meinte sie, sie hatte auf einmal Schmetterlinge im Bauch. Hat sie dir sofort gesagt? Hat sie mir so... Nein, das kam dann erstmal, wie gesagt, hat sie mir erstmal eine Woche später gesagt. Mhm. Ja, so viele Wochen haben wir ja gar nicht mehr dann. Nee, genau. Also und jetzt bin ich eine Woche, wie gesagt, in Herne wieder und vor einer Woche von wegen hat sie mir halt gesagt. Mhm. Also sie ist, obwohl sie den Neuen noch gar nicht lange kennt, richtig verliebt in den? Sie meinte, er ist schon Liebe. Ja, und sie sagt, dass sie dich nicht mehr liebt. Sie sagt, sie liebt mich gar nicht mehr, also da ist gar nicht mehr. Und das verstehe ich nicht. Es ist zwar viel vorgefallen und, ja, wie soll ich sagen, ich denke auch, es war ein großer Faktor, dass wir uns jeden Tag dann eben auf der Pelle, auf Deutsch gesagt, gehangen haben, weil keine Arbeiten war. Mhm. Und dann Schulden war auch ein großes Thema von wegen, sie wollte einfach nicht mehr damit leben. Was war denn das große Thema? Schulden? Es waren Schulden. Also Schulden. Wie viele Schulden hattet ihr? Wer habt ihr? 4.000 Euro waren das. Mhm. Mhm. In den 2 Jahren haben wir es einfach übertrieben und es war dann, wie gesagt, mit den Schulden und das wollte sie nicht mehr. Sie sind jetzt zwar abbezahlt, aber das hat sie sehr belastet. Und mhm. Aber Patrick, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Frau dir sagt, sie liebt dich aber auch überhaupt nicht mehr, da ist aber auch gar keine Liebe mehr, kann man erstmal froh sein, dass sie so klare Worte gebraucht. So schmerzlich das für dich auch ist. Das heißt, sie hält dich nicht irgendwie noch hin und hält sich noch ein Eisen im Feuer. Mhm. Jetzt stehst du natürlich da und sagst, ich verstehe es nicht, wie kann das sein? Und das war die erste große Liebe. Ich habe schon gedacht, dass wir immer zusammenbleiben können und so weiter. Das habe ich ja auch nicht nur gedacht, das hat sie vielleicht auch gedacht, ja, ja. Und sie hat ja gesagt, von wegen, und mhm. es ist zwar viel passiert, aber ich denke mir mal, jedes Mal von wegen, ein Mensch hat eine zweite Chance verdient im Leben und wir haben nie darüber, über unsere Probleme geredet und mhm. dass man einen neuen... Klar, sollte man über Chancen reden, aber wenn die Liebe weg ist, da hilft ja keine zweite Chance mehr. Wenn die das so klar sagt, ist das wirklich super bitter. Aber es ist so eindeutig, dass man überhaupt gar nicht mehr diskutieren sollte. Das heißt, dir wird gar nichts anderes übrig bleiben, Patrick. Bittere Erfahrung, die fast alle Leute in ihrem Leben mehrfach leider machen müssen, dass sie verlassen werden. Und dann steht man da und man denkt, die Welt geht unter. Man denkt, man wird sich nie wieder verlieben können. Es gibt gar keine Zukunft, denkt man auch. Man fühlt sich verletzt und falsch behandelt. Man ist wütend und traurig. Aber da musst du durch. Ich weiß, aber was ich dann noch dazu sagen wollte, es ist auch eben so komisch, von wegen, sie hat eben das Vertrauen nicht verloren. Ich muss dazu sagen, von wegen, ich habe nicht gerade die schönsten Zähne und sowas und ich habe ihr immer Versprechungen gemacht. Das ist auch ein großer Faktor und ich habe es jetzt halt auch übertrieben. Ich habe immer, ja, wie gesagt, ich mache das, suche mir Arbeit und habe es nicht gemacht. Und ich denke mir einfach vorhin, sie hat jetzt einfach den Erstbesten, denke ich mir, so genommen. Oder der ihr das Gefühl gebracht, ich ihr letzte Zeit nicht mehr gegeben habe, dieses ja. Geborgensein. Und ja, so drehst du dir das jetzt vielleicht hin. Verständlicherweise. Aber wir wollen immer festhalten, innerhalb von 2 Wochen hat das Mädchen sich von dir innerlich zumindest getrennt und hat diesen klaren Satz gesagt. Weil sie hat zu ihrer Mama auch gesagt, von wegen, sie hat keinen Bock mehr eben auf das, von wegen, ja, sie vertraut mir einfach nicht mehr. Mhm. Sie hat keine, von wegen, deswegen hat sie gesagt, ist das auch kaputt gegangen, weil sie mir, ja, sie hat keine Hoffnung in mich, dass ich das mit der Zähne machen werde, dass ich das mit der Arbeit machen werde. Das hat er kaputt gemacht. Was erzählst du denn mit denen? Du hast sehr schlechte Zähne? Ja, ich habe tierische Angst, also ziemlich, ja, kann man schon sagen, fast verweste Zähne. Oh, das ist aber nicht sehr schön. Nee. Warum kümmerst du dich nicht um deine Zähne? Weil ich tierische Angst um Zahnarzt habe und... So, da lässt du lieber deinen Mund verfaulen, stinkst wahrscheinlich wie ein alter Ochse aus dem Mund und wunderst dich, dass die Mädels das und dein Mädel das nicht schön findet. Ich weiß, wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwer zu erklären und viel vorgefallen. Und ja, ich will es gar nicht jetzt so leicht abtun. Das ist mir schon ein ernstes Problem, wenn jemand so große Angst vor dem Zahnarzt hat. Aber das ist eine ganz andere Thematik. Da kann man aber auch etwas gegen tun und da kann man auch gegen angehen. Es gibt auch Zahnärzte, die sich gerade damit gut auskennen, mit Leuten, die große Angst vor dem Zahnarzt haben. Mhm. Patrick, ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal mich zurückziehen. Das hast du ja schon getan, indem du nach Herne gegangen bist. Mhm. Ich würde mal erst überhaupt nichts machen. Mhm.
Hast du denn deine Sachen auch schon von dort oben runtergeholt? Nein, wie gesagt, da ist ja noch alles größtenteils da und so was. Und ja, das würde ich jetzt ganz schnell abwickeln. Damit das dieses Ganze, was so an sachlichen Verbindungen, Verknüpfungen ist, dass das schon mal geregelt ist. Bloß, wie gesagt, eben das, ich denke mir immer von wegen, dass das dann so ist, von wegen, weil ich sie immer so enttäuscht habe mit Zahlen, sie hat gesagt, das ist das Größte, was ich ihr zeigen kann, von wegen mit dem Zahnarzt und sowas. Und ich habe es eben nie gemacht. Und jetzt denke ich mir vielleicht noch, besteht eine Hoffnung von wegen, wenn ich das dann wirklich in Angriff nehme und ich zeige, ja, ich kann mich ändern. Okay, das ist doch ein Wort. Aber das geht nur, indem du auf der einen Seite stillhältst. Das heißt, du musst jetzt nicht große Ankündigungen machen, ja, ich werde und will. Du ziehst dich jetzt zurück, versuchst etwas zu unternehmen. Wir werden dir gleich noch ein bisschen behilflich sein in Sachen Zahnarztphobie. Also sagen wir mal so, ich habe sogar schon einen Termin wieder für eine OP. Ah ja. So. Also Zahnabdruck und sowas habe ich ja schon alles gemacht. Super. Es stand schon mal eine OP fest und die hat dir gesagt, die soll ich wahrnehmen. Ja. Und diese OP habe ich damals eben nicht wahrgenommen. Ja. Siehst du, wenn sich jetzt, wenn du jetzt ein bisschen aus dem Pushen kommst und sie das mitbekommt, besteht vielleicht eine geringe Chance. Aber auch nur eine geringe Chance. Also wie gesagt, ich würde jetzt erstmal alles zurücknehmen, mich runterfahren, mich um mich selbst kümmern, ihr dadurch beweisen, dass du was in die Wege leiten kannst und dann müsste man mal sehen. Jetzt möchte ich gerne, dass wir dir gleich noch eine kleine Information geben in Sachen Zahnarztangst. Einverstanden? Einverstanden. Legst du auf, wir rufen dich nochmal an. Ja, danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war der Patrick. Hier ist Michael. Michael ist 41. Hallo Michael. Hallo Domian. Hallo, guten Morgen. Um was geht's? Es geht um folgendermaßen. Es geht darum, ich habe gestern ja deine Sendung geguckt. Du hast gestern die Sendung geguckt? Ja, ja, richtig. Mhm. Dann ging es um ein Kind, also eine Mutter, die, ne, die ihr Kind vor ihrem eigenen Mann verheimlicht hat. Genau. Mhm. Richtig. So, nun ist es bei mir aber umgekehrt halt. Also, beziehungsweise ist es so, ich habe ein Kind. Ja. Also, ich habe mal eine Beziehung gehabt, sagen wir es mal so. Ja. Mit einer verheirateten Frau. Mhm. Das ist jetzt ungefähr 17, also so müsste jetzt ungefähr, also sie sagte mir, es werden so ein 18 Jahre alt sein. Ich habe ihn noch nie gesehen. Moment, du hast eine Beziehung mit einer verheirateten Frau. Richtig. Und die wiederum ist schwanger geworden damals. Richtig. Und es gibt jetzt ein Kind, das schon 17, 18 Jahre alt sein müsste. Müsste, ja. Müsste. Woher weißt du, dass das dein Kind ist? Ich weiß es daher, die Beziehung ging nicht sehr lange, 2 Monate. Und sie kam nach 2 Wochen danach kam sie zu mir, ja, und sagte mir, dass sie schwanger ist. Ja. So, ich sag ja, dass das Kind halt von mir ist. Warum war sie sich sicher? Sie war doch zu der Zeit. Weil sie schon über ein halben Jahr keine sexuellen Kontakte mehr mit ihrem Mann hatte. Also kamst nur du in Frage. Richtig. Ja. So, und dann kam sie irgendwie zwischendurch, also es war noch mal ein paar Wochen verstrichen, habe ich sie getroffen. Mhm. Da sagte sie mir, dass sie einen Jungen kriegt. Mhm. Und sie sagte mir, dass der Vater aber, also mit dem Mann, den sie verheiratet war, die Vaterschaftsanerkennung gemacht hat. Wusste er denn, dass das Kind nicht von ihm ist? Nein. Sie hat ihn im Glauben gelassen, dass das Kind halt von ihm selber ist. Und so ist der Junge aufgewachsen? Bis heute? So ist der Junge bis jetzt aufgewachsen. Der lebt also in dieser Familie und denkt, dass der Mann sein Papa ist? Richtig. Und ich finde eigentlich in einem Moment, weil ich selber 2 Kinder habe, ja, also jetzt 2 Kinder habe, die 7 und 8 Jahre alt sind, ja, denke ich, dass jedes Kind eigentlich ein Recht darauf hat, eigentlich auch zu wissen, wer eigentlich, wo der Ursprung herkommt und wer sein Vater eigentlich ist. Wie hast du dich denn damals verhalten, als die gesagt hat, dass sie schwanger ist? Ja, ich war sehr perplex, ne? Und ich habe aber nicht gesagt, also es geht nicht, aber sie hat mir das gleich so gedeutet, also dass sie das Kind austragen möchte. Ja. Hast du denn damals irgendwie die Hand gehoben und hast gesagt, Moment, dann will ich auch mich dazu bekennen und ich will der Vater sein? Hast du das gesagt? Nein, das hat sie mir gleich weggenommen. Also dieses Recht, also nicht dieses Recht, sondern sie hat gleich gesagt, also weil sie ja nun fremdgegangen ist, sag ich mal auf Deutsch. Achso, sie hat das vorgediktiert quasi, wenn sie will... Richtig. Aber nein, sie war ein bisschen sehr besessen von mir.
Ja, aber die Beziehung hat ja dann auch nicht lange gehalten mehr. Warum? Nein, das war ja auch nach knapp zwei Monaten vorbei. Warum? Weil ich sie eigentlich nicht geliebt habe. Es war eigentlich aus einer anderen Beziehung bin ich in ein Single-Leben getreten und. Ja. Aber du hast damals das dann auch so hingenommen, nachdem sie gesagt hat, okay, ich bin schwanger, aber ich will nicht, dass du damit irgendwas zu tun hast. Das ist richtig. Du also nee, ich brauch mir da keine Sorgen machen, das waren ihre Worte. Der Vater erkennt das nachher an. Ich verstehe, aber ich frage nach deiner Position damals. Deine Position war, okay, dann nehme ich das so hin und gehe meine Wege. Richtig. Mhm. Also ich brauche mir über finanzielle Sachen und keine Sorgen machen. Mhm. Ich frage mich nur gerade, warum die Frau dir das gesagt hat. Wenn sie das sowieso nicht wollte, dass du da mit reingezogen wirst, weil sie ja nun auch ja fremdgegangen ist. Und der Mann, ich weiß nicht, ich kenne diesen Mann natürlich nicht. Aber das, noch mal gefragt, wenn die nicht miteinander geschlafen haben, dann muss der Mann doch auch zwei und zwei zusammenzählen und hätte sich auch ausrechnen können, dass das nicht von ihm ist, das Kind. Richtig. Vielleicht hat sie dann zwischendurch, ich weiß nicht, wie das war, ich war ja nicht dabei, das ist es ja, dass sie zwischendurch vielleicht mal als Alibi einmal mit ihm geschlafen hat. Dennoch stellt sich mir die Frage, warum sie dich eingeweiht hat. Weil sie mich wahrscheinlich geliebt hat, deswegen wahrscheinlich. Ja, aber warum sagt sie es dir dann? Wenn, dann doch nur mit dem Ziel, dass sie dich näher an sich binden könnte, aber nicht indem sie gleich sagt, ich will aber, dass du damit gar nichts zu tun hast. Das gibt doch keinen Sinn. Nein, das ist richtig, das verstehe ich auch und das verstehe ich mich auch nicht, weil logischerweise das ergibt keinen Sinn. Natürlich ergibt es keinen Sinn. Also die Frau verstehe ich nicht und man muss natürlich auch über deine Rolle reden damals. Das hat man dir gesagt und du hast auch nicht dafür gekämpft. Nein, gekämpft habe ich nicht, weil das war nachher so. Praktisch aus dem Augen war das wieder aus dem Sinn. Mhm. So, und jetzt fällt aber dir ein. Aber das hat es mir zwischendurch immer wieder gemacht, immer wieder, wenn ich in dieser Gegend bin, denke ich mir jetzt zum Beispiel, jetzt läuft mir jemand gegenüber, der jetzt 17, 18 Jahre alt ist, das könnte so ungefähr mein Sohn sein. Ich verstehe. Dennoch könnte man ja sagen, dass du hättest damals auch ein bisschen mehr auf den Putz hauen können und sagen, Moment mal, das ist mein Kind, ich will damit was zu tun haben. Aber ja, das würde ich gerne. Jetzt. Aber du hast damals dafür ja dich nicht ins Zeug gelegt. Damals habe ich es nicht gemacht. So. Nein, das ist richtig. So, jetzt ist aber natürlich die... ich denke schon ein paar Jahre darüber nach und ich habe es auch meiner jetzigen Lebensgefährtin erzählt, vor 3 Jahren schon, dass es so ist. Ja. Und die hat das akzeptiert auch? Sie hat da kein Problem mit. Also. So, jetzt ist, welche Frage stellt sich jetzt? Tja. Welche Frage stellt sich? Die Frage stellt sich jetzt, wie komme ich an dieses Kind irgendwie mal ran? Das ist es. Und ich war letztens in dieser Gegend wieder, habe sie auch gesehen. Mhm. Also ich meine, sie gesehen zu haben, weil man erinnert sich, es ist zwar schon 18 Jahre her, sag ich mal so, also, aber man weißt du, ich finde nicht die Frage ist, wie komme ich an das Kind ran, sondern die Frage Nein, das soll man ja auch nicht überstürzen. Nee. Also wenn du, was man verstehen kann, dass du da jetzt vielleicht auch im Laufe der Jahre du gemerkt hast, dass da Gefühle sind, du hast damals einen Fehler gemacht, finde ich, dass du da nicht vehementer warst, aber egal, das ist nun passiert, dann solltest du erstmal Kontakt mit der Frau aufnehmen, mit der Mutter. Das ist richtig, aber ich weiß nicht mal ihren Nachnamen und gar nichts. Aber du hast gerade gesagt, du hast sie mal gesehen, ne? Ja, also vom Gesicht her, ja, natürlich, habe ich auch gedacht, also hallo, und ich habe mich aber auch wirklich nicht getraut, irgendwie jetzt auf sie zuzugehen und sagen, hallo. Gibt es keine Möglichkeit, hast du alles schon durchdacht und überlegt, ob du nicht rausgehen kannst, wo die Frau lebt und wo sie wohnt? Ja, wo sie lebt, weiß ich, aber wo sie wohnt, weiß ich nicht. Also in welcher Gegend sie wohnt und das ist ziemlich kleinräumig. Okay, da kann ich natürlich jetzt auch nicht weiterhelfen, die Frau zu finden. Ich finde nur, dass du, wenn, definitiv, aber da sind wir uns, glaube ich, auch einig, den Weg über die Frau gehen musst. Du kannst nicht den Jungen plötzlich, den Jungen auf der Straße abfangen und sagen, hallo, ich bin dein Vater. Nur ich will natürlich auch nicht so jetzt, also wenn ich sie sehen würde, auf sie zuzugehen, und jetzt zum Beispiel, ich sehe sie und zum Beispiel der Sohn ist dabei, jetzt auf sie zuzugeben und sagen, hallo, damit dem Vater damit auch noch schwer zu verletzen, weil die Lüge ja eigentlich nicht von mir kommt, sondern eigentlich ja von ihr. Also ich finde das ein heikles Unterfangen.
Und sehr heiß. Ja, und die Frage ist, also deswegen finde ich, muss man da hochverantwortungsbewusst vorgehen, weil du kannst unter Umständen eine ganze Familienstruktur kaputt machen. Eben, genau das meine ich. Ne? Und deinem Sohn, den du gar nicht kennst, vielleicht mehr schaden als, als genau. Du ihm nutzt. Es geht jetzt nicht um deine Gefühle, sondern es geht erstmal darum, was für den Jungen gut ist. Ja. Deswegen würde ich, wenn überhaupt, wie ich sag's nochmal, mit der Frau reden, das mal ein bisschen abchecken, wie die Stimmung da ist, ob die dazu bereit wäre. Und wenn die definitiv mauert, würde ich mich dem erstmal wirklich auch beugen. Ja, wirklich fernhalten dann und dann vielleicht sollte man dann die Sache so laufen lassen, wie sie ist. Vielleicht, oder? Ja. Ist dann so ein Schicksal, was so gelaufen aber ist. Ja, vielleicht kommt sie auch mal auf den Trichter und sagt dann, also hör mal ja, zu. Ja, deswegen wäre es interessant, wenn du Kontakt mit ihr aufnehmen würdest, dass sie weiß, da ist der Michael und der Michael möchte gerne. Vielleicht vergehen ja noch ein paar Jahre ins Land und irgendwann sagt die Frau, okay, ich fühle die Pflicht, meinen Sohn aufzuklären. So fände ich das denn den richtigen Weg. Das heißt, du musst dich wirklich hinsetzen und versuchen, die Frau ausfindig zu machen und dann, wenn, ein Vier-Augen-Gespräch mit der Frau zu forcieren. Das ist meine das Meinung. Ist ja, eben das. Wenn man sieht, wenn man selber zwei Kinder hat und wenn man bedenkt, dann, hallo, die haben vielleicht noch einen Halbbruder. Mhm. Sag mal, für mich gibt es gar keine Halbbrüder, es gibt nur Brüder. Ja, aber wir drehen uns jetzt im Kreis, wenn wir jetzt nochmal reden. Also ich glaube, wir sind uns im Prinzip auch einig, ne? Wie man vorgehen sollte. Also das wäre der beste Weg. Ne? Das wäre der beste Weg und wenn du den gehen willst, dann wünsche ich dir dafür wirklich alles Gute und gutes Gelingen, Michael. Ich danke dir. Alles Liebe. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen ist prominenter Besuch bei mir angesagt, nämlich der Jungschauspieler, einer der ganz großen Namen der jungen Schauspieler in Deutschland, Robert Stadelober. Ihr kennt ihn aus Sonnenallee, ihr kennt ihn aus Crazy, da hat er die Hauptrolle gespielt, ihr kennt ihn aus Sommersturm. Er ist mein Gast morgen. Und wenn ihr gerne mit dem Robert auch sprechen wollt, dann meldet euch heute schon mal unter der E-Mail-Adresse domian@wdr.de oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an, am Samstag. Es beginnt wann fangen wir an? Um 23.45 Uhr im WDR Fernsehen. Oder natürlich auch während der Sendung. Und auch nochmal ein Hinweis, so in ganz eigene Sache. Wir gehen ab nächste Woche in die Weihnachtspause und sind dann wieder da, live und in alter Frische. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 16. auf 17. Januar. So, das waren jetzt die Insider-Informationen. Und es geht weiter mit dem Peter. Und Peter ist 39. Hallo Peter. Hallo Jürgen, grüß dich. Ja, und was geht's bei dir? Ja, das ist so ein bisschen schwer zu sagen, Jürgen. Erstmal würde ich sagen, Gruß an deine Mitarbeiter und auch an deine Arbeit. Viel Respekt dafür. Ich habe viele Sendungen verfolgt von dir. Ich finde das im Ganzen ziemlich gut. Du hast bestimmt schon vielen Leuten gut helfen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ja. Ja, ich denke, man könnte so sagen, ich habe die letzten 20 Jahre jetzt ungefähr schon so eine seelische Hölle durchgemacht. So. 20 Jahre? Ja, genau. Ungefähr. Warum? Was ist denn geschehen? Ja, das Komische ist, dass ich das bis dahin eigentlich gar nicht so gemerkt habe. Also die Schulzeit war okay, habe auch Abi gemacht, das sogar sehr gut mit 1,6 Abschnitt und Durchschnitt, ja. Und dann kam die Bundeswehrzeit und da ging es dann ziemlich schnell bergab. So eigentlich am dritten Tag bei der Bundeswehrzeit hatte ich in der Nacht irgendwie so ein Loch gefühlt und da ist mir praktisch alles entglitten, so die ganze Vergangenheit und ich konnte auch die Zukunft nicht so richtig sehen. Mhm. Aber was ist hier entglitten? Was hast du in der Vergangenheit gesehen? Es muss ja irgendwas was sein, was dir zu schaffen macht. Ja, ich hatte so das Gefühl, dass das einfach nur so eine Traumwelt war, so die Schulzeit, so das ganze Lernen. Ja, irgendwie, das war das eine und ich wusste eben auch nicht so genau, wie ich die Zukunft so sehen sollte, was ich beruflich so machen sollte, das war da schon ziemlich unklar. So, sagst du mir mit 39 Jahren, ich habe die letzten 20 Jahre, dickes Ausrufungszeichen, 20 Jahre so die Hölle durchgemacht. Ja. Was ist, warum? Ja, ich denke, das ist im Grunde genommen so ein Entwicklungsproblem. So, ne? Ich war eingeschrieben an der Uni in Volkswirtschaft, habe das gemacht und habe dann aber so nach 2 Jahren spätestens eigentlich festgestellt, dass das eigentlich gar nicht mein Ding ist. Habe aber damals eben auch schon keine Alternative so gefunden. Okay, das Problem haben ja viele, es ist ja noch nicht die Hölle. Ja, das stimmt. Das war aber so, dass ich dann eigentlich erst mit 25 dann so gemerkt habe, dass ich mich
von wem fremdgesteuert? Ja, im Grunde genommen wahrscheinlich so von den Vorstellungen von meinen Eltern so, ne? Besonders bei meiner Mutter, die Erziehung eigentlich hauptsächlich übernommen hat. Wir müssen jetzt, Peter, ein bisschen mehr Butter bei die Fische tun, sonst verstehe ich das nicht. Wenn du mir sagst, du hast die Hölle durchlebt, das ist ein sehr dramatischer Begriff. Ja. Da musst du mir das noch klar erklären, damit ich das verstehe. Ja, die Hölle macht praktisch aus, diese große innere Leere oder vielleicht auch dieses Durcheinander so, ne, dass ich so merke, dass da etwas ist, womit ich eigentlich nicht richtig klarkomme, so halt. Ich habe das besonders gemerkt, als ich dann so in die eigene Wohnung gezogen bin. Mhm. Da war ich aber auch schon weit über 30, als das passiert ist. Und da habe ich dreimal so Zusammenbrüche gehabt, auch noch in Verbindung mit Diabetes. Ich bin Typ 1 Diabetiker. Mhm. Dass ich eigentlich gemerkt habe, dass da irgendwas vollkommen nicht stimmt, im Grunde genommen, ne. Ja. Was machst du denn heute eigentlich? Was machst du beruflich? Ich lebe im Moment von der Grundsicherung. Ich habe eine Zeit lang Sozialhilfe bekommen, war lange noch im Studium so und habe versucht, mich mit Ferienjobs da auch über Wasser zu halten. Achso, das heißt, du hast kein Studium abgeschlossen? Nein, ich habe kein Studium. Du hast keinen Beruf erlernt? Nein. Du warst nie wirklich berufstätig? Genau, ja, bis auf diese Ferienjobs. Aber das ist ja nicht wirklich berufstätig. Ich erahne jetzt ein bisschen was du mir sagen willst. Ich interpretiere mal, kannst du mich berichtigen oder du kannst dem zustimmen. Ist das sowas, dass du das Gefühl hast, irgendwie seit 20 Jahren so ein Verlierer zu sein, nichts auf die Reihe zu kriegen, der ewige Student zu sein? Ja, das spielt eine Rolle, aber weil ich so diese innere Nöte in mir sehe oder so, oder diese seelischen Nöte auch, ist das eigentlich nicht so, Jürgen, weil ich so, es gibt gute Gründe dafür und vielleicht ist es sogar ein Wunder, dass ich überhaupt noch so am Leben bin, auch. Ne? Hast du große seelische Probleme? Ja, ganz genau. Fühlst du dich einsam? Ja, Einsamkeit ist ein großes Problem. Hattest du mal eine Beziehung zu einem Menschen? Nein, eigentlich nicht. Nein. Es waren eigentlich nur so lockere Beziehungen zu Frauen, so eigentlich mehr geschwisterliche Beziehungen und eine feste Beziehung war gar nicht dabei. Hast du schon mal Sexualität erlebt? Ja, so ein bisschen. Nicht so sehr viel. Zum Geschlechtsakt ist es nicht so gekommen. Es waren eigentlich nur so Massagen oder sowas in der Richtung. Das heißt, du hast mit deinen 39 Jahren noch mit keiner Frau wirklich geschlafen? Ganz genau. Ja. Ja. Das heißt, du lebst dann auch sehr zurückgezogen und hast wenige Freunde? Ja, mittlerweile ja. Ich habe mehr das Gefühl, dass die Freunde mich eigentlich verlassen haben, als dass ich sie verlassen hätte. Mhm. Einfach vielleicht, weil das Verständnis nicht groß genug war oder... Gibt es so Phasen, wo du ja, dich so schwermütig und so schwermütig fühlst, dass du gar keine Lust mehr zum Leben hast? Sicher, das auch, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ganz bestimmt. Zumal ich jetzt auch seit einiger Zeit so Widerstände von außen auch bekomme. Zum Beispiel neulich eine amtsärztliche Untersuchung, wo eine Ärztin meinte, dass ich auf Dauer erwerbsunfähig wäre. Mhm. Durch eben diese Zwänge, Ängste, Depressionen, die da eine Rolle spielen. Mhm. Und ich möchte eigentlich gerne das Gegenteil beweisen, Jürgen. Ich würde gerne noch was tun, weißt du. Und es ist auch so, dass ich mich viel jünger fühle als 39. Ja. Bist du denn in psychiatrischer Behandlung? Oder psychologischer? Nein, im Moment nicht. Ich musste eine Pause einlegen von 2 Jahren, weil ich in ambulanter Therapie war. 2 stationäre Aufenthalte waren auch dabei. Und da musste ich aber eine Pause einlegen, weil das von der Krankenkasse nicht dann weitergetragen wurde. Jetzt habe ich aber wieder die Möglichkeit. Aber da ist schon eine Sehnsucht bei dir, nochmal von vorne anzufangen? Ja, auf jeden Fall. Nach vorne zu schauen und irgendwie ein anderes und neues Leben auf die Reihe zu kriegen. Ganz genau. Das ist eine Sehnsucht. Ja, das ist eine ganz große Sehnsucht. Ja. Wäre das verbunden? Lass uns mal beide einfach ein bisschen spinnen. Mal abgesehen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn du dir so einen Wunschbereich aussuchen könntest, beruflich, was würde dich interessieren? Ja, schwer zu sagen. Ich habe eigentlich so 2 Bereiche, die mich hauptsächlich interessieren. Das ist einmal so der geistliche Bereich oder religiöse Bereich. Ja. Ich bin selbst tiefgläubig, was eigentlich vielleicht auch so ein Punkt ist, der mir viel geholfen hat eigentlich auch in letzter Zeit. Und das andere ist eigentlich auch so das politische oder gesellschaftswissenschaftliche. Mhm. Dass ich in dem Bereich gerne was... Wäre ein Theologiestudium denkbar? Ja. Das habe ich auch lange überlegt, aber ich habe das bis jetzt nicht gemacht, weil es ja an den Unis so diese historisch-kritische Forschung weit verbreitet ist. Mhm. Und da ich die Befürchtung habe, dass ich da viel von meinem Glauben vielleicht abgeben müsste. Mhm. So, ne? Das wird ja alles sehr kritisch gesehen und mit manchem könnte ich mich da wahrscheinlich auch nicht so... Ich sag nur mal was ganz, ganz Abwegiges oder vielleicht auch nicht Abwegiges. Ich hatte vor ein paar Wochen ja einen jungen Mann, einen sehr jungen Mann, der überlegte, ins Kloster zu gehen. Ja. War das mal eine Überlegung für dich, sowas zu machen?
eigentlich nicht, weil ich auch so denke, dass ein Kloster ja eigentlich auch so eine Welt für sich ist. Und im Grunde genommen möchte ich eigentlich gerne in die Welt rausgehen. Ich verstehe. Nachdem du, ja, ich verstehe das. Nachdem du 20 Jahre nicht in der Welt warst eigentlich. Ja. Ja. Du lebst in der Welt, aber bist abgekapselt von der Welt. Ja, ganz genau. So habe ich das jetzt verstanden, was du erzählt hast. Ja, so ungefähr. Ich vermute ja auch, wenn du hast gerade so Stichworte gesagt, fremdgesteuert von der Mutter, wahrscheinlich dominantes Elternhaus, große Erwartungshaltung, dass man immer den Erwartungen gerecht werden wollte von den Eltern und so weiter. Ja. Wenn das jetzt 20 Jahre ist eine so lange Zeit, wenn sich das 20 Jahre so eingefahren hat bei dir und so eingebrannt hat, glaube ich erstens, dass man das nur mit einem Profi schafft, da rauszukommen. Und zweitens finde ich das ganz interessant, dass du, obwohl du irgendwie so verfinstert gelebt hast und auch offensichtlich sehr groß seelisch gelitten hast die letzten Jahre, dass du jetzt sagst, ich will. Ja. Ich will da raus. Ich will aus diesem Sumpf raus, in dem ich da sitze. Ja. Ich will beruflich nochmal irgendwie was machen und ich möchte auch einen Menschen nochmal lieben oder mit einem Menschen zusammen sein. Ja, ganz gerne. Ja, sicher. Sagen, dass die Partnerschaft mir halt wichtiger ist als der Beruf und dass auch wirklich so ist, dass ich das selbst auch merke, dass ich innerlich doch so gereift bin und mich im Moment auch so stark und gewachsen fühle, dass ich das schaffen könnte. Ja. Hast du auch Scheu vor Menschen? Gehst du nicht gerne unter Menschen? Eine gewisse Scheu wird da sein. Ich bin einerseits eigentlich sehr gesellig und eigentlich ganz gerne so unter Menschen. Andererseits so Massenveranstaltungen oder so meide ich eigentlich nicht. Ja gut, das muss ja auch nicht sein. Ich denke nur gerade, wichtig ist natürlich auch, dass du in so einen ganz normalen Kontakt hineinkämst, dass du Menschen kennenlernst, wo sich vielleicht Freundschaften entwickeln können. Genau. Da müsste man so parallel so planen, sich überlegen, dass du unter Menschen kommst, dass du rausgehst, was unternimmst, Sport machst, irgendwelche Hobbys oder so, wo man einfach Menschen trifft. Ja. Aber nebenher, als Fundament, müsstest du mit einem Profi arbeiten. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Ich hatte jetzt überlegt, auch in eine Klinik noch zu gehen. Mhm. Da wurde mir aber auch gesagt, und ich selbst kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, dass es eigentlich besser ist, so ambulant zu arbeiten und langfristiger natürlich. Ne? Unter Umständen, ja. Das kann ich nicht so beurteilen. Aber mein Psychologe wird das beurteilen können. Ja. Der soll das mal jetzt mit dir klären, was er so denkt und was er dir auch konkret fachlich für Ratschläge gibt. Ja. Nochmal, ich finde toll, dass du dich dazu entschieden hast. Ich verstehe nicht wirklich, was in den letzten 20 Jahren bei dir passiert ist, aber ich erahne aufgrund dessen, was du erzählt hast, dass es dir wirklich sehr schlecht gegangen ist. Ja. Und dass du wirklich so in so einer Verkapselung lebst. Ja. Und dann zu sagen, sich nicht aufzugeben nach so langer Zeit und zu sagen, ich bin ja erst 39 und ich will nicht unfähig sein. Ja. Das finde ich gut. Und auch dann so einen Anruf hier zu machen, finde ich auch gut. Also das sind alles gute Zeichen, Peter. Das zeigt mir, dass da noch sehr viel Vitalität bei dir ist. Ja, doch auf jeden Fall. Ja. Das denke ich eigentlich auch so. So, jetzt legst du bitte auf und der Peter ruft dich wieder an. Unser Peter hier. Ja, ist okay. Toll, toll, toll und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. So, bis dann, tschüss. Jo, tschüss. Ja, wer ist jetzt hier? Die Marianne ist hier. Die Marianne ist 31. Hallo Marianne. Ja, hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt so richtig bin, aber mein Mann hat mich heute halt geschlagen und irgendwie, ich habe mich einer Person anvertraut und sie hat halt gesagt, ich muss langsam mal über Auszug und sonst was nachdenken, sonst wird es halt schlimmer. Und du hast dich heute einer Person, einer Freundin anvertraut, oder? Ja. Und die hat das gesagt? Ja, die hat das halt gesagt und irgendwie jetzt habe ich die Sendung halt gesehen und habe gedacht, naja, vielleicht kann man sich einfach mal eine objektive Meinung einholen, weil er hat eigentlich 5 Minuten danach ist er halt angekommen, hat dann geweint und hat sich entschuldigt und weil ich ihn auch so provoziert habe und ich bin auch sehr jähzornig, was meine Wortwahl angeht. Mhm. Und Hat er es in betrunkenen Zustand gemacht? Nein, überhaupt nicht. Er trinkt überhaupt keinen Alkohol. Es gab so einen Wortwechsel wegen irgendeiner Kleinigkeit oder größeren Sachen? Ja, es ist schon was Größeres, weil es ist eigentlich seit 7 Jahren dasselbe Problem und das zieht sich halt wie so ein roter Faden durch unser Leben. Und seit 7 Jahren dasselbe Problem. Ich frage erstmal vorab, wie lange seid ihr verheiratet? 7 Jahre. 7 Jahre. Und was ist das für ein Problem, was 7 Jahre anhält? Leider seine Familie, die mich nicht akzeptiert.
Also es hat damit angefangen, dass ich damals nicht meiner Schwiegermutter sagen durfte, dass ich schwanger bin. Mein Gott, jetzt kommt er nach Hause, jetzt kann ich auch gar nicht weiterreden. Es tut mir unheimlich leid, dass ich in die Sendung reingerufen habe. Es tut mir leid, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Uiuiui. Dann machen wir weiter mit der Nicole. Nicole ist 29. Hallo Nicole. Hallo Domian. Ja, hallo, guten Morgen. Und zwar, es geht bei mir, ich hatte zu dem Thema von gestern was zu sagen. Ja, gestern hatten wir Geheimnisse. Genau. Und zwar, mein Geheimnis ist, ich habe von, ich weiß nicht von welchem Freier bin ich schwanger. Ich bin von einem Freier schwanger. Du bist Prostituierte? Ja. Ja. Und bist von einem Freier schwanger? Ja. In welchem, wie vielten Woche oder welchem Monat? Ich bin jetzt in der sechsten Woche. In der sechsten Woche. Und du bist sicher, dass du von einem Freier schwanger geworden bist? Ja, weil ich habe keine Beziehung. Ja. Und habe auch so eigentlich mit niemand, den ich jetzt kenne, also... Das heißt, ich meine, im Prinzip sollte eine Prostituierte ja immer mit Kondomen arbeiten. Das schon. Ich habe mir, was heißt, ich kenne diese, also diese, wo in Frage kommen, kenne ich schon etwas länger. Und da war ich mir eigentlich sicher, dass da nichts ist. Und ich habe mich auch immer danach direkt, also, untersuchen lassen. Gut, aber es geht ja nicht ausschließlich, es geht ja eben um die Verhütung von Krankheiten und um die Verhütung grundsätzlich. Ja, das stimmt schon. Und ich meine, lass uns kurz darüber nochmal reden. Ich finde das schon sehr gewagt, wenn man als Prostituierte auf die Gummis verzichtet. Da spielst du mit deinem Leben und da spielst du mit dem Leben anderer Menschen. Das ist mir klar und ich habe es auch eigentlich danach. Ja. Du weißt, auch wenn du den Typ kennst, weißt du, wo der gestern rumgemacht hat und ne, das kann man ja alles gar nicht wissen. Bist du bei der Arbeit im Moment? Ich höre so Musik im Hintergrund. Bist du im Club? Nee, ich bin gerade unterwegs und ich wurde gerade von euch angerufen. Ja. Ich bin nicht zu Hause. Aber ich hoffe, das stört nicht so. Nein, es geht schon, ja. Okay. Ist es für dich eine entschiedene Sache, dass du das Kind behalten möchtest? Also ich habe eigentlich schon drüber nachgedacht, es zu behalten. Weiß dieser Mann, dass du schwanger bist von ihm? Wie gesagt, ich habe drei in Verdacht. Ich habe jetzt schon mit zwei Stück geredet und sie meinten, sie würden keine Kinder kriegen können. Ach so, es sind drei. Das war mir nicht ganz klar am Anfang. Ja. Es sind drei. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Ja, das kann man wirklich nicht wissen, weil die werden sich bedanken, wenn die hören, dass sie... Ist Vater werden von, dass die Prostituierte schwanger wird. Ja, eben. Das heißt, wenn du das Kind haben möchtest, könnte es darauf hinauslaufen, dass du nicht weißt, wer der Vater ist. Genau. Und vor allem, das wissen ja nicht mal meine Familie. Keiner weiß das. Also die wissen zwar, dass ich schwanger bin, aber die wissen nicht, was ich mache oder dass es von Freier ist. Sie denken, das wäre von einem Ex-Freund von mir. Ja. Wie lange arbeitest du denn schon als Prostituierte? Fast ein halbes Jahr ungefähr. Ach so, das ist noch nicht lange. Nee, ich hatte aber schon mal bei dir angerufen. Da hatte ich über das Thema auch mit dir gesprochen, also über die Prostitution. Ja. Da wollte ich aussteigen. Ja. Ach so. Naja. Halbes Jahr, jetzt muss ich mal schnell ein bisschen hin und her rechnen, das kommt dann hin, dass es während deiner Arbeitsphase schon war. Ja. Ja, natürlich, ja klar. Natürlich denke ich jetzt im ersten Moment, sie hat sich nicht richtig geschützt. Warum soll ein Mensch oder ein werdendes Leben jetzt deshalb sterben, weil du nicht pfiffig genug warst, dich zu schützen? Ja, ich sag mir auch, das Kind kann nichts dafür. Das war mein Fehler, nicht dem Kind sein Fehler. Andererseits ist mir natürlich auch sehr daran gelegen, dass... das heißt, mir ist daran gelegen, es ist wichtig, dass du das Kind dann auch wirklich haben möchtest und dich auch dann gut um das Kind kümmern würdest. Ja, also das schon. Also wie gesagt, ich war ja auch beim Arzt. Die haben ja Ultraschall und alles gemacht. Und als ich schon gesehen habe, dass dein Herz war, war es für mich vorbei. Da habe ich überhaupt nicht mehr über Abtreibung nachgedacht. War dann schon für mich klar, was ich mache. Ja, vielleicht sollten wir gemeinsam dann doch nochmal drüber nachdenken, nicht über Abtreibung, sondern wie du aus dem Milieu rauskommst. Weil, wenn du jetzt das Kind bekommst,
Wäre es natürlich sehr schön, wenn du dein Leben verändern würdest. Ja. Du bist da abgelenkt, ne, glaube ich, von dem Hintergrund. Nee, nee, ich bin nicht abgelenkt. Ich habe nur drüber nachgedacht, weil ich habe das schon oft dran gedacht. Mhm. Weil du, ich habe es nie geschafft. Ja, wenn ich mich recht erinnere an unser Gespräch damals, warst du ja auch eben eine Frau, die damit auch nicht so gut klarkam, mit diesem Job. Genau, ja. Mhm. So, und das ist dann immer schon für mich eine ganz klare Sache, da diskutiert man gar nicht mehr, da musst du raus. Und sieh das jetzt einfach als Wink des Schicksals. Jetzt bist du schwanger geworden. Dass du jetzt aber nur wirklich dich, dass du alles auf deine Hinterbeine, dass du dich auf deine Hinterbeine stellst und versuchst da rauszukommen. Und dem Kind ein normales Leben bietest und eben auch eine zufriedene Mutter. Auf jeden Fall würde ich dir raten, dass du mal sehr schnell in eine Beratung gehen solltest. Aber wo? Ich kenne ja nichts, weiß nicht, wo ich hingehen könnte. Helfen wir dir jetzt bei. Du legst mir jetzt bitte auf, wir rufen sofort nochmal an und dann bekommst du von uns eine gute Beratungsstelle genannt, okay? Mhm. So machen wir es, Nicole. Okay. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Die Nicole mit dem lauten Hintergrund. Tanja, 27. Hallo Tanja. Ja, hallo Domia. Hallo, was ist dein Thema? Ja, und zwar geht es um meinen Freund, meinen jetzigen Freund. Ja. Und zwar hatte ich eine Beziehung gehabt, die war 10 Jahre. Mhm. Die ging 10 Jahre. Ich bin mit 15 mit meinem Ex-Freund zusammengekommen und das ist in der Brüche gegangen, weil ich bin immer zu den anderen auch hingegangen, mit denen ich jetzt zusammen bin. Mhm. Und ich wollte ihm nicht, also ich wollte das nicht, dass ich eine Zweierbeziehung führe mit zwei Männern. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache dann lieber Schluss. Tat mir auch weh. Ich habe auch noch Kontakt mit meinem Ex-Freund. Ja. Und ich weiß nicht, jetzt ich bin 2 Jahre mit meinem Freund jetzt zusammen, mit meinem jetzigen Freund. Mit dem neuen Freund, ja. Ja, und das war auch alles sehr gut. Und der schläft seit einem Jahr ungefähr nicht immer mit mir. Also. Moment, ich habe nicht verstanden. Er schläft seit einem Jahr ungefähr, geht er schon so. Schläft er nicht mit mir. Er schläft also, seit einem, es gibt keinen Sex mehr mit zwischen euch beiden. Ja, es gibt wohl noch Sex, aber einmal in der Woche. Ja, aber immerhin. Ja. Und da schlaft ihr miteinander. Einmal in der Woche schlaft ihr schon miteinander. Ja. Ja. Mhm. Und weiß ich nicht, ob das daran liegt, weil er mag Analsex. Er mag Analsex? Ja. Aha. Und das mag ich nicht. Ja. Weil ich habe große Schmerzen dabei und ich habe zu ihm gesagt, manche Frauen haben Schmerzen, manche Frauen können das nicht und ich bin eine davon und Das heißt, er hat dir das so klar gesagt, dass er gerne mit dir Analsex hätte? Ja, also nicht nur gesagt, er sagt mir das immer. Der würde das am liebsten immer machen. Aha. Ich glaube, wenn ich zu ihm sage, komm, wir machen das, dann wird er auch. Ja, und so, wenn ihr jetzt nur einmal in der Woche miteinander schlaft, dann ist das auf ganz normalem Wege alles. Ja, also er ist mal schneller fertig. Ja. Und dann hat er keinen Bock mehr. Ja. Und ihr habt das auch schon ausprobiert miteinander? Ja, ich habe das ausprobiert mit ihm, weil ich wollte ihm auch den Gefallen tun. Verstehe, und dir tut das weh? Ja, mir tut es weh und ich kann absolut nicht. Ja, dass du keinen Spaß daran hast und du hast für dich so entschieden, das ist für mich keine achte Sexualität, ist nicht mein Ding. Kannst du das so ein bisschen zeitlich festmachen? Du bist jetzt mit ihm 2 Jahre zusammen. Ja. In der ersten Zeit hattet ihr sehr viel Sex. Ja, das war auch in Ordnung. Das war auch alles ein relativ normaler Sex. Das war, und dann hat er irgendwann die Idee gehabt, ich möchte gerne diese Variante dazu nehmen, oder wie? Ja, das kam so, wir sind ein halbes Jahr zusammen gewesen, da haben wir auch normalen Sex gehabt. Mhm. Und dann kam er damit an und sagte so, ich möchte Analsex und so. Mhm. Und seitdem? Ich habe dann mit ihm ausprobiert und es geht einfach nicht. Ja. Also ich kriege es nicht hin. Bitte? Ich kriege es nicht hin. Du kriegst es nicht hin, ja. Mhm. Nein. Und das akzeptiert er irgendwie nicht und ist deshalb ein bisschen muffig und hat keine große Lust auf deinen normalen Sex. Ich weiß nicht, ob er das akzeptiert. Mhm. Also ich sag mal so, ich denke mal, dass das daran liegt. Vielleicht, dass er dann keine Lust hat. Das kann vielleicht schon sein, dass er, wenn er da so verschärft interessiert dran ist und nichts anderes im Kopf hat, kann das schon sein, dass er deshalb sich zurückzieht. Wenn du sogar sagst, dass dieser einmalige Sex in der Woche auch nicht so
das Dollste ist überhaupt. Ja, das reicht mir nicht, sag ich mal so. Das reicht ja nicht, das heißt, und das ist auch nicht sehr, sehr lustvoll, nee, und es geht zack, zack. Nee, ich werde nicht fertig, er ist fertig und dann ja. Ist ihm das auch egal. Hast du ihm das denn so alles klar mal gesagt? Hier, ich bin unzufrieden. Ja, habe ich ihm gesagt. Hast du ihm auch gesagt, ich vermute, hast du ihn gefragt, liegt das eigentlich daran, dass ich mit dir keinen Analsex habe? Hast du ihn das so gefragt? Das habe ich ihn nicht gefragt. Frag ihn mal so. Leg das mal ganz offen auf den Tisch. Finde ich wichtig, dass ihr das besprecht. Das muss man besprechen. Und dann mach ihm das klar, dass es wirklich für dich wirklich kein Ding ist. Und das muss man akzeptieren als Partner. Also man kann ja niemandem eine sexuelle Praktik aufzwängen. Ja. Das heißt, du musst wirklich mit dem erstmal Tacheles reden. So bist du in deiner Unzufriedenheit und schlechte Stimmung kommt auf und naja, und so kommt eins zum anderen. Ja, weil ich sag mal so, ich habe eine 10-jährige Beziehung gehabt, die ist durch ihn kaputt gegangen. Mhm. Und das kann es ja nicht sein, dass ich jetzt unglücklich bin. Mhm. Weil mein Ex-Freund, mit dem ich 10 Jahre zusammen war, der leidet heute noch darunter. Mhm. Liebst du denn deinen jetzigen Freund? Ja, also ich liebe meinen jetzigen Freund und ich mag meinen Ex-Freund auch. Ja, na gut. Also ich liebe meinen Ex-Freund zwar nicht mehr so, wie ich jetzt meinen jetzigen Freund liebe, aber ja. Ich mag ihn auch. Und hast du mit dem noch ab und zu Kontakt? Mit meinem Ex-Freund? Hm? Mit meinem Ex-Freund habe ich fast täglich Kontakt. Also der wohnt auch bei mir im Haus. So. Wir wohnen nicht zusammen. Also mein Freund, mein jetziger Freund und mein Ex-Freund, wir wohnen nicht zusammen. Mhm, verstehe. Und ich wohne mit ihm, also das vielleicht, ist ein 6-Familienhaus. Vielleicht wohnt dein jetzigen Freund das ja auch, dass da dein Freund, weiß der von dem Kontakt? Ja, das weiß er. So, ihr beiden Hübschen müsst, glaube ich, mal ein bisschen mehr sprechen miteinander. Du musst ihm erstmal deine Unzufriedenheit sagen und vielleicht sagt er dir dann auch noch was ganz anderes und dann kommt ihr erstmal richtig ins Gespräch. Das finde ich wichtig. Das müsst ihr machen, Tanja. Das ist der erste große Schritt. Karten auf den Tisch legen, reden, reden, reden. Okay? Mhm. Ja. Dann wünsche ich erstmal viel Glück dabei und gutes Gelingen. Ja, danke schön. Mach's gut. Und tschüss. Eine schöne Tempasse an. Bitte? Ja, danke schön. Danke schön. Tschüss. Bitte schön. Tschüss. Und hier ist Heike. Heike ist 41 Jahre alt. Hallo Heike. Ja, grüße Sie, Domian. Ja, grüße Sie auch, Heike. Um was geht's denn? Um die vorherige junge Dame von 15 Jahren, Nathalie. Ja. Wir würden Sie gerne zum Heiligabend, zu den Festtagen, zu uns nach Hause einladen. Ach, das ist aber nett. Das ist aber nett. Also Nathalie, die ganz am Anfang in der Sendung war, meinst du? Ja. Ja, die, wo der Vater sich das Leben genommen hat und ihr die Schuld gibt. Ja. Und ihr würdet sie gern zu Weihnachten einladen? Ja, das ist ein Unding, dass sowas überhaupt über den Sender kommt. Ja, also dass sowas passiert, ne? Das, jawohl. Ja, dass ein Mann sowas macht, meinst du? Ja. Ja. Du sagst du zu mir, sage ich auch du. Ja, ja, bitte, 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 ja. Mhm. Alles klar. Ja. Ich finde das nicht schön, auch in einem Abschiedsbrief anhand der Tochter so zu formulieren. Ich finde es ganz schlimm, muss ich dir sagen. Ehrlich gesagt, da sind wir gleicher Meinung. Ja, ich finde es aber eine ganz tolle Sache, dass du spontan angerufen hast und sagst, wir laden Nathalie zu Weihnachten ein. Ja, ich habe eine Gänsehaut. Ja. Mein ältester Sohn ist mit mir hier im Raum, 22 Jahre. Mhm. Und ich kann einfach nicht sowas verstehen, wie sowas so über den Sender kommt. Ich finde, du bist eine tolle Frau und finde das ganz toll. Und wir werden euch jetzt miteinander verknüpfen gleich, die Nathalie und dich, und dann könnt ihr alle Einzelheiten besprechen. Ja, danke okay? dir. Schöne Weihnachten wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten, Jürgen. Dankeschön, tschüss. Und ein großes Lob an deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüssi. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Kamp, bei Marco Rösseler, Katrin Paulsen, Gunnel Blendin, Tim Stienauer, Florian Jochem, Christian Großpitz und Peter Ofsianowski. Morgen, das heißt heute am Samstag, ist Promi-Tag bei uns. Mein prominenter Gast ist der Schauspieler Robert Stadelober. Die Sendung beginnt um 23.45 Uhr. Ihr könnt eine Stunde vorher anrufen, während der Sendung natürlich anrufen, wenn ihr auch gerne mit dem Robert reden wollt. Und diese Nachtsendung, der Telefontalk, der geht jetzt in die Weihnachtspause und wir sind wieder da in der Nacht vom 16. auf 17. Ich sage Tschüss bis morgen und wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bye bye.